Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay of the Week und heute dem Carnarvon. Den sehen wir heute. Habe ich mir rausgesucht, Karte ist Westfield und er ist Low Tier, denn ich weiß ja immer bei euch, ja, High Tier kann es ja jeder und High Tier ist es so einfach. High Tier mache ich selber auch immer 4K, 1000 Schaden in den ersten zwei Sekündchen und mache 35 Milliarden XP in der Runde. Deswegen heute mal wieder den Carnarvon. Der Carnarvon mit 220 Durchschlag, jetzt nicht unbedingt der potenteste in einem 10er-Gefecht. Und selbst mit Premium und 252 ist er da jetzt nicht so richtig King of Kotlet. Deswegen schauen wir mal, wie er da das jetzt rausspielen wird. Auf jeden Fall hat er da schon mal die ganzen Gegner und kann jetzt hier mit der Gun Depression direkt ein bisschen arbeiten. Dem Emil gleich mal den ersten verpasst. So muttert. So, jetzt kommt der E3 hier rum. Der wollte aber jetzt unbedingt den Hit rausbekommen. Gott sei Dank nicht durchschlagen. So, Defender seitlich. Also er kann jetzt hier wirklich sehr gut mit seiner Gun Depression da arbeiten. Und jetzt, der versucht jetzt der AMX 1390. Der will jetzt hier einmal rumkommen. Munitionslager nimmt ihn sofort raus. Ja. Hat der AMX nicht schlecht gemacht, denn er ist auch schon wieder weg. Also der hat es jetzt hier auch nicht gierig gemacht. Nicht jetzt eben 10.000 Hits verteilen wollen. So, jetzt hier noch der PTA. Jetzt geht er da auf den E3 unten auf die Kette. Also bis jetzt kann man nichts sagen. Macht er fein. Bauen die auch direkt so ein paar Hits. Und jetzt ist er da erstmal wieder alleine. Jetzt muss sein Team hier erstmal rumgucken. 1390 kommt jetzt auch wieder rum. Gott sei Dank, jetzt ist der Defender rausgenommen worden von seinem Team. Und er kann den 1390 auch nochmal eingeben. Der ist auf jeden Fall sehr mutig. Macht es auch nicht schlecht, so der 1390. Muss man auch erstmal durchkommen mit der Taktik. Den E3, den nervt er hier auf jeden Fall mal ordentlich. Oh, da war der Auto-Aim mal nicht funktionierend. Aber 3K Damage schon geblockt. Das ist schon sehr ordentlich. Also ich finde es auf jeden Fall auch sehr beachtenswert, dass er trotz seiner niedrigen Durchschlags jetzt hier weiterhin bei normal bleibt und es nicht auf Premium wechselt. Und man sieht, der Type 4 schwer, selbst seitlich ist das Ding ein Monster für ihn. Jetzt kann er wirklich schön wirken, weil der Emil halt so eine sehr weiche Frontplatte hat. Und jetzt nervt er den Type 4 schwer. Also er spielt es hier wirklich super raus. Für Low Tier sehr, sehr gut. Und man kann jetzt auch nicht sagen, er bekommt keine Aufmerksamkeit. Denn 4200 geblockten Damage spricht eine andere Hausnummer. So, jetzt denkt sich der Type 4, jetzt geh mir mal nicht mehr auf den Sack. Hier kriegst du HE. Wirklich super. Bin da sehr. Also, gerade auch seit der. Man darf nicht vergessen, er hat ja nicht die ganze Zeit den Turm auch frontal zu seinen Gegnern. Sondern er fährt einfach auch nicht weit genug für den Gegner raus. Sondern bringt ihn weiter hier zur Weißglut. Also jetzt hat er das mit Premium gemacht, um da den Killshot auf den Type 4 zu setzen. Wirkungsunfähig.
5700 Damage angebracht, 5200 geblockt, 1165 ab, oder nee, unterstützt. So ist es richtig. Also fleißiger Brite hier. Jetzt wollte er eigentlich fürs Laufrad gehen. Jetzt probiert er es nochmal. Ah. Aber den Killshot, den kriegt er noch unter, selbst bevor er da beschossen werden kann. Übrigens, diese Runde hat am Ende 2199 Basiserfahrung gebracht. Ein sensationeller Wert, kann man nicht anders sagen. Mit Reserven, Boni und allem drum und dran und Premium hat am Ende für sich hier 11.877 Erfahrung rausgefahren. Einfach sensationell, kann man nicht anders sagen. So, jetzt will er, dass seine Mates da nicht schießen, aber ja, das war irgendwie fast klar, dass das nicht funktionieren wird. Und er noch gerade den Killshot bekommt, aber hey, 6.707 Basiserfahrung, 6.010 geblockt und 1.935 unterstützt. Einfach sensationelle Runde und das als Low-Tier. Ich glaube, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch weiterhin alles Gute, ebenfalls nur ansatzweise so geile Runden, weil dann sind sie einfach Killer. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.